Willkommen zurück zu Ghost of a Tale. Bevor diese Folge anfängt, muss ich kurz vorweg euch was erklären, denn es wird ein bisschen was fehlen. Ich habe zwei Folgen aufgenommen und die erste der beiden Folgen hatte ein Problem mit der Technik, weswegen, das habe ich aber erst hinterher gemerkt. Und ich hatte am Ende ein Problem mit Asynchronität, also Bild und Ton waren überhaupt nicht mehr passend und ich habe es auch nicht mehr passend gekriegt, weil ich leider nicht so die Technik dafür habe. Ich muss auch, also ich mache Audio in einem extra Programm und Video in einem extra Programm und ich sehe nicht meine Audiospur unter meiner Videospur. Deswegen kann ich da auch schlecht hinterher noch was synchron machen. Manchmal geht es so ein bisschen, wenn es irgendwie nur so eine Kleinigkeit war, so eine ganz kleine Verschiebung oder so, aber das war diesmal leider ein bisschen extremer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es fehlt jetzt sozusagen eine Folge. Also, das ist jetzt offiziell Folge 28, was jetzt kommt, aber es war eigentlich schon neu Folge 29. Und ich wollte dann deswegen vorweg euch kurz noch erklären, was ich gemacht habe. Ich war ja nochmal in den Katakomben und die wollte ich auch nochmal genauer untersuchen. Das habe ich auch gemacht. Dort habe ich dann noch ein paar Tannenzapfen gefunden, was eigentlich ganz cool war. Und ich habe noch in den Gräbern habe ich einen. Kleidungsstück, ein Kostümstück für dieses Königskostüm gefunden. Und ja, ansonsten bin ich dann nochmal rumgeirrt und habe versucht, noch die dritte Wache zu finden, die dort ja verendet ist. Also ich konnte dadurch, dass ich ja die Tannenzapfen gefunden habe, endlich die Spinne killen. Es tut mir leid, dass ihr das jetzt alles nicht sehen könnt, aber ja, also die Spinne konnte ich dann killen, dann habe ich die zweite Wache identifiziert und den Talisman von der Wache genommen. Die dritte Wache habe ich aber leider nicht gefunden. Und dann habe ich halt entschieden, okay, das war's jetzt erstmal mit den Katakomben. Ich glaube, ich habe sonst alles aufgedeckt. Und war halt noch wirklich in jeder Ecke. Hab das aber nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt in der nächsten Folge die Sache, versuchen wir die Sache mit dem Strand nochmal. Und was war noch? Die Sache mit dem Strand und noch irgendwas. Ich werde es am Anfang der Folge, glaube ich, sowieso nochmal wiederholen. Die für euch jetzt auch dann direkt losgeht. Viel Spaß damit. Mit Folge 28 müsste das dann jetzt für euch sein. Hallo und willkommen zurück zu Ghost of a Tale. Ich werde jetzt, wie beim letzten Mal angekündigt, gucken, dass ich die zwei Aufgaben noch erledigt bekomme. Jetzt, wo wir das mit den Überresten halt leider nicht geschafft haben, ich schaffe mal wenigstens die Sache am Strand und im Wald. Hast du noch einen Schlüssel oder so? Nein. Vielleicht nicht beides heute, aber gucken wir, wie weit wir kommen. Der Schrank ist leer. Stehen hier vielleicht irgendwo Stöcke rum. Aber ich muss echt in den Burghof zurück, weil da habe ich auf jeden Fall alles. Ah, jetzt Öl. Das ist schon mal ein Anfang. Das war der andere Hafenabschnitt. Ich glaube, von hier aus komme ich auch irgendwo zu dem Aufzug zurück. Bin ich eigentlich da schon mal oben? Irgendwie das Gefühl, ich möchte da hochklettern. Weiß auch nicht warum, aber. Das machen wir mal eben. Hätte ja sein können, dass da was ist. Aus einem Fenster, durch das ich mich in den Tod stürzen kann. Ups. Okay. Man kann nie zu gründlich sein in dem Spiel mit gucken, ob man in irgendeiner Ecke noch irgendwas findet. So, dann
hier das Türchen haben wir noch gemacht. Da ist diese komische Krabbe. Und dann bitte einmal mit dem Aufzug. Okay, ich bin ganz unten. Können wir mal checken. Dann kommen die Katakomben und ich möchte aber noch eins machen. Ich nehme wieder ein bisschen Tageslicht sehen. Andere Seite. Habe ich da schon mal reingeguckt? Ist leer. Bestimmt ein Achievement, wenn man alle Taschentücher geklaut hat, oder? Eine Eichel? Hä? Lag da schon immer eine, oder ist das jetzt... ist das neu, dass die Eicheln liegen? Ne? Yay, der erste Stock. Und noch ein Stock. Das war auch eigentlich, warum ich hier in die Ecke bin, weil ich weiß, dass hier Stöcke liegen. Die Eicheln. Kann ich mir das angucken? Nahrung. Ah, die dienen als Nahrung. Schön. Vielleicht kommen die, wenn man irgendwie so ein bisschen von seiner Nahrung aufgebraucht hat oder so. Oder ich habe sie tatsächlich vorher einfach übersehen. Alles möglich. Stock hatte ich ja leider, glaube ich, nicht. Ich kann mal gerade gucken. Achso. Ich bin falsch angezogen. Ob ich da oben noch ein paar Kerzen bekomme. Eins. Okay. Ich habe nur eine gebraucht. Öl ist voll. Ich schlafe mal eben ein bisschen. 6 Uhr. So, ein Stock ist natürlich ein bisschen wenig. Würde vielleicht reichen. Ne, 2 hatte ich jetzt, ne? 2 Stöcke. Ich drücke auch immer wieder die falschen Tasten. Es tut mir leid. 2 Stücke. Beim Verlies, wo sind die Brücke? Weil da gibt es auch Stöcke. Lass mich dich gerade mal verfolgen. Hast du noch irgendwas? Ich kann mit dir reden. Habe ich mit dir schon mal geredet? Für eine Wache bist du etwas kurz geraten. Ich bin ein Fußwache. Ich habe einen niedrigen Rang. Ich weiß nicht, was Fußwache ist, aber ich sag das mal. Weitermachen. Gibt's etwas zu berichten? Merkwürdig, irgendein Spitzgesicht hat Jerubs Tuch mit seiner Waffenfarbe gestohlen. Wer braucht schon den Schnotterlumpen einer Ratte? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Kann. Was lohnt sich vielleicht hier tatsächlich mal so ein bisschen nochmal rumzulaufen? Letzten zwei, also diese und letzte Folge sind halt jetzt echt so ein bisschen rumlaufen und gucken nochmal vor, aber das muss man immer mal machen, auch zwischendurch. Gerade jetzt, wo ich mich auch wieder so frei bewegen kann. Moment, wir könnten eigentlich gerade mal zum Apotheker. Ich kann ja zumindest schon mal einen Teil der Aufgabe
zurückgeben. Die Tagespilze, falls ihr das schon annimmt. Ich hoffe, er erkennt mich in dieser Kluft. Da oben im Schrank war ich, glaube ich, deswegen steht da der Stuhl, ne? Da nochmal Öl. So, Faustus. Stehen da hinten Stöcke? Oh, du bist es, Maus. Fühlt ihr euch nicht gut her? Ihr scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Doch, doch, ich, weißt du, warum ich hier bin, Maus? Um Fusel zu brauen? Bitte erzählt es mir. Ich war viele Jahre Leibarzt des Barons, der beste Apotheker in ganz Moridea. Baron Ostrek ist der Regionsverwalter der ehemaligen Mäuserepublik Moridea und gehört zu den 5 Ratsmitgliedern der Roten Pfote. Ostrek erlangte vor 40 Jahren Berühmtheit, als die salazarische Invasion gescheitert und er nach dem Verschwinden von Nahkrieg dem letzten Rattenkönig die Ratten waren zusammenrief. Das kennen wir, glaube ich. Hallo, Text? Ich glaube, das kennen wir aber auch. Schließen, okay. Ich war Teil der Hofgesellschaft und die edlen Ratten von Pesa sahen mich als einen von ihnen an, bis ich eines Tages zu den Gemächern des Barons gerufen wurde. Er hatte eine Schwanzflechte, nichts Ernstes. Die Salbe, die ich auftrug, hatte ich selbst gemischt. Sie hatte sich in anderen Fällen als höchst wirksam erwiesen, aber dann... Der Baron verlor seinen Schwanz, das wusste ich gar nicht. Hä? Aber dann, er sagt es noch gar nicht. Und wieso, er verlor seinen Schwanz? Bitte fahrt fort. Also hat man mich... Ach so, er hat es... Er wollte das nicht aussprechen, weil es so schrecklich ist. Okay. Also hat man mich hergeschickt zur Burg Diluin. So hatte ich Gelegenheit, über meine Unachtsamkeit nachzusinnen, so der Baron. Es hat nicht lange gedauert, bis mich der Wärter an diesem Ort brachte und mir diese Arbeit auftrug. Ich habe meine Strafe dutzendmal abgesessen, aber solange eine neue Charge Fusel vor sich hingärt, werden mich die Wärter und der Meister nie gehen lassen. Der Wärter. Ist nur einer. Der Wärter und der Meister. Genau. Vielleicht können wir ein bisschen was über den Wärter und den Meister jetzt auch erfahren. Der Wärter gehört zur Schmugglerbande. Natürlich. Ich dachte, du wüsstest das. Genau. Herr, der Wärter ist tot. Ermordet oder in den Brunnen geworfen. Ermordet? Jeder bekommt, was er verdient. Okay. Gut, ich habe die 8 ersten Pilze, die er sucht. Die 8 am häufigsten vorkommenden, wie ich sehe. Was ist mit den 4 seltensten? Danach suche ich noch. Hast du den Pfad abgesucht, der hinten unter zum Seeufer führt? Da, dort findest du sicher ein paar Spezimina. Okay, ich sollte gehen. Okay, ja, zum Strand runter, glaube ich. Ich denke, da waren wir teilweise auch schon. Aber nicht bei Nacht. Weil das sind ja Nachtpilze, die ich hier noch suche. Oder nicht nur bei Nacht. Ups, ich wollte eigentlich die Flasche da nehmen. Was hast du nun von der Welt außerhalb dieser Mauern zu berichten? Ich suche immer noch, genau. Ich wollte hier die Flasche, danke. Und die Stöcke. Dann können wir nochmal zum Strand runter. Jetzt habe ich nämlich insgesamt wieder alle Stöcke und ich habe auch noch einen Tannenzapfen. Ich glaube, damit kommen wir weiter. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Und Kerzen gibt es ja. Rein ins Fass und schnell speichern, damit wir das Gespräch nicht nochmal führen müssen. EGT ist ja der letzte. Da würde ich nicht rein. Was bringt mir eigentlich das mit den Pilzen suchen? Kriege ich irgendwann noch eine Belohnung? Ein paar Florinnen oder irgend sowas. Jetzt habe ich ein Glas Schleim in der Hand.
So, erst den Hebel ziehen. Ist eigentlich blöd, dass der... komm, nein. Schnell hoch. Ist ein bisschen blöd, wie dass der Hebel so außen angebracht ist. Ich weiß, da ist noch ein Apfel drin. Wenn wir irgendwann mal knapp sind mit Essen, haben wir da noch einen Apfel. So. Im Verlies habe ich jetzt noch keine Rüstungsteile noch irgendwie angezeigt. Was war ich hier? Ah, das ist die Abkürzung. Der Weg oben rum, wie auch immer. So, weil ich glaube, ich sollte eher da rausgehen. Ich muss jetzt zum Schrank zu. Der Strand. Ich bin immer noch irritiert. Hier komme ich nochmal zum Strand. Verdammt. Ich rede auch gerade nochmal mit der Ratte, weil ich will nochmal gucken. Mit dem Schmied. Ob ich von ihm noch ein paar Infos kriege. Kann ich weiterhelfen? Vielleicht kann er mir noch irgendeine Karte geben. Der Ort ist das Rheinslabyrinth. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst. Die Karte vom Wattturm und den Wäldern, genau. Ja, genau. Hier eine Karte der Wälder. Danke. Das ist die letzte Karte. Super. Eventuell kannst du mir noch weiterhelfen. Verschiedene Kleidungsstücke. Waldläufer haben wir, glaube ich, komplett. König haben wir noch nicht komplett. 6 Florin. Wir haben voll viel. Wir sind voll reich schon. Viele, ja, noble Ratten liegen in den Katakomben, habe ich aber tatsächlich nur ein Stück gefunden bisher. Und der Kommandant hat feine Gewänder für zeremonielle Anlässe und dergleichen. Kannst du mir eine Krone machen? Wir haben ja bei dem Kommandanten, glaube ich, das erste Teil gefunden. Dann habe ich das zweite in den Katakomben gefunden. Kannst du mir eine Krone machen? Ich werde Gold brauchen. Mindestens 7 Klumpen. Ja, wie gut, dass wir Goldklumpen gesammelt haben. Die sollst du bekommen. Sammel Gold. Ich habe schon 10, glaube ich, wenn ich das eben gerade richtig gesehen habe. Und zwar, dann fragen wir noch mit dem Bart. Gewand eines Königs. Wie sieht es mit einem Bart aus? Ah, der Frosch unten im Verlies. Der hat einen Bart. Er wird ihn aber nicht einfach hergeben. Danke. Okay, ich spreche ihn jetzt nochmal an, weil ich habe ja jetzt die Goldklumpen. Kleidungsstücke. Wie komme ich jetzt zu der Sache mit der Krone? Oh, das steht das in dem anderen Dialog. Ah, hier. Ich habe das Gold für die Krone. Zeig mal hier. Die Qualität ist nicht so besonders, aber wird schon gehen. Also gut. Eure Majestät, gebt mir 6 Stunden, ihr bekommt eure Krone. Ich hab's eilig. Es dauert so lange, wie es dauert, Maus. 6 Stunden und keine Sekunde früher. Okay. Na schön. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nein, danke. Cool. Dann müssen wir dem Frosch noch den Bart irgendwie ablocken und dann... haben wir auch das Kostüm. Ich habe gar keine Ahnung, wozu ich ein Königskostüm brauche, aber hey. Das ist doch dann schon mal was. Und er hat mir Karten gegeben. Wachturm. Da haben wir die Rose schon. Wir waren schon länger, glaube ich, hier oben. Ich wollte gerade mal gucken, ob wir da noch irgendwelche Kletterpartien machen können. Ob ich noch irgendwelche Brummer finden. So hell in die Säcke.
Das mache ich vielleicht in der anderen Kleidung, damit ich springen und klettern kann. Ja, genau, das wollte ich machen. Nee, komme ich nicht durchs Fenster raus. Schade. Ich dachte, ich darf ich irgendwie aufs Vordach noch kommen. Da müssten wir auch schon gewesen sein. Wie kam ich da aber nochmal hin? Schnell durchrennen. Ich muss gerade mal gucken, wie die Dings da unten heißt. Haben wir die? Das war eine Schatulle. Wir haben einen Feldkistenschlüssel noch, den wir noch benutzen können. Okay, ja, das war hier. Kann mal gucken, da drauf. Da auf dem Dach sehe ich nichts. Ich glaube, hier oben haben wir auch nur eine Rose gefunden. Kann man nicht da das Fenster irgendwie aufmachen? Wenn ich so einen Stock nehme. Uah, wieso dreht das gerade so schnell? Kann ich da irgendwie. Ah! Okay, Fernt. Ich drin da drüben. Ah, nein! Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Scheiße. Vielleicht brauche ich einen. Vielleicht geht es mal Flasche besser. Moment. Andere Richtung. So. Wir können das Fenster da aufkriegen. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, von welcher Seite ich das den Stock werfe. Oder ob ich eine Flasche werfen muss, vielleicht. Mann, wieso schaffe ich denn da den Sprung nicht? Da ist doch so ein. Kann ich da eigentlich das Ding wieder rausziehen? Ne. Wo ist denn hier der. Den Stuhl habe ich, glaube ich, da hingestellt, weil ich versucht hatte, da. Da oben den Brummer, ich will den Brummer haben. Ich hatte ja dasselbe Problem da mit der Leiter, dass ich da den. Auch nicht bekommen habe. Oh, die Orte, dass ich mich. Den. Den Verschluss da konnte ich da auch nicht öffnen. Probiere ich es aber da oben erst nochmal. So. Hier, ich glaube, ich muss mich noch ein paar Mal hier hoch. Können wir vielleicht ein bisschen leichter rausklettern mit dem Stuhl. So. Ich dachte, dass ich da drauf kann. Ja. Oh Gott. Und dann der Ball. So, hier müsste ich einigermaßen sicher stehen. Dann probier es erst nochmal mit dem Stock. Ich habe halt auch nur eigentlich da. Ich kann nur da anzielen. Aha, wunderbar. Das war also der Winkel. Entscheidend. Ups. Und dann haben wir da eine Leiter gemacht. Und jetzt haben wir eine Truhe. Weitläuferstiefel. Da, ein Brummer. Ja, 6 von 7. Cool, wir brauchen nur noch einen Brummer und der ist um die Ecke. Krass.
Aber wieso finde ich immer noch so Waldläufer-Sachen? Die Schuhe haben mir tatsächlich gefehlt. Das war noch nicht komplett. Das Set. Die Stiefel haben gefehlt. Okay, verstecken. Speichern. Okay, das heißt aber, ich brauche bei der anderen Leiter. Ach so, damit ich wieder hochkomme. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich da was wegdrücken? Das heißt, bei der anderen Leiter brauche ich vielleicht einfach nur den richtigen Winkel. Kommt man da hoch? Und will ich da hoch? Ich glaube, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Das würde ich jetzt noch probieren. Haben wir hier noch irgendwas? Moment, ich komme da. Ah, das ist der Burghof, oder? Ja, okay. Ich käme da runter. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht noch irgendwas liegt, weil ich würde. Ach komm, wir gucken gerade mal. Ich komme ja auch anders wieder zurück. Da ist eine Ratte. Okay. Nee, da war, glaube ich, nichts. Kann ich da schnell mal rein in den Wagen? Nein. So, Moment. Ich muss jetzt wieder hier hoch. Dann ziehen wir uns aber um, damit wir da oben in Ruhe das Zeug werfen können. Dann brauche ich wahrscheinlich schon wieder neue Stöcke, bis ich zum Strand runterkomme. Weil, dann müssen wir das jetzt hier auch nochmal probieren. Also zumindest weiß ich jetzt, ein Stock reicht. Und ich glaube, das hier ging nicht, weil falscher Winkel. Weil das ist nämlich der Balken davor. Dann probieren wir das mal. Doch irgendwie anders gehen. Oder ich muss kaum anders hoch und das ist dann mein Weg nach unten. Aber ich weiß da nicht wie. Komischerweise kriege ich hier aber das nicht angezeigt. Komme ich da anders hoch? Weil das ist zu weit. Da komme ich nicht hin. Ich glaube, auch wenn ich mich verkleide wieder, komme ich da nicht hin. Hi. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe hier Wache gehalten und dann war der Banner einfach weg. So direkt vor seinem Gesicht kann man es, glaube ich, nicht machen. Aber hier. Hier ist wohl blöd. Mhm. Jetzt hat er sich leider schon wieder umgedreht. Okay, ja, hier ist nämlich rot, hier können wir es nicht machen. Dachboden geht bis. Ich nenne das jetzt Dachboden. Dachbalken. Bis hierhin. Das sieht aus, als wäre da oben eine Tür. Ha. Ich will noch das Rätsel des Dachbalkens lösen. Moment, der Schrank ist doch ziemlich hoch. Das Ding ist aber. Da komme ich nicht hoch mit der Verkleidung. Ah, der ist noch zu nah. Scheiße. Das geht echt nicht. Hi. Die.
Warte mal, ist der Balken ein bisschen niedriger oder der ist nicht mehr verbunden? Ne, ich glaube, da kann man sich auch nicht wirklich festhalten da oben. Ne? Das ist echt komisch. Also entweder kommt man da durch diese Tür dahin. Aber ich würde sagen, die Leiter. Also eigentlich müsste es die Leiter sein. Ich muss die Leiter runterkriegen. Ich verstehe halt nicht, warum das nicht geht. Ich kann es nur hier anpeilen. Ich probiere es gerade nochmal eine Flasche. Leider nur noch eine. Da kriege ich gar nichts angezeigt. Ich krieg's nur hier angezeigt. Dieser Zieldingens wird dann ja so ein bisschen dicker. So. Aber da ist ja der Balken davor. Und von der anderen Seite komme ich nicht ran. Da krieg ich's gar nicht erst angezeigt. Das Problem hatten wir ja schon mal. Kann ich denn nicht direkt drunter stehen? Kann ich nicht so weit hochgucken. Das ist doch echt komisch. Weil dann sieht es so aus, als könnte ich es vielleicht nur von oben runterlassen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich nur über die Leiter hochkomme. Ich meine, bei dem Fenster ging es ja auch, aber da war auch kein Balken davor. Moment. Nein. Das ist komisch. Ist halt auch verdächtig, dass es hier so eingebrochen ist, ob ich da irgendwas machen kann. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil die Burg halt kaputt ist. Okay. Ja, vielleicht kann ich noch irgendwie von oben kommen. Also von, da ist auf jeden Fall noch so eine Tür. Hatte ich die gesehen? Ich glaube hier. Da ist nämlich eine Tür. Sieht aus wie eine Tür. Das heißt, es geht darum. Das ist ja alles irgendwie. Da ist irgendwie noch so ein. Aber das ist doch direkt das Dach. Komme ich auf das Dach? Irgendwie. Ich glaube, das ist ein Rätsel für ein anderes Mal. Gibt es hier noch ein paar Karotten für mich? Habe ich die echt dann schon abgeerntet? Na gut, ich werde hier speichern und dann probiere ich es vielleicht das nächste Mal nochmal, ob ich irgendwie gucke, finden kann, wo diese Tür da auf dem Dachboden ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.